Hallo liebe Hobbyisten, willkommen zurück aus dem Deist-Lager. Ja, heute nicht aus dem Deist-Studio wieder oder auch nicht aus dem Deist-Schnittbunker. Die sind nämlich alle belegt und zwar von mir wegen anderen Dingen, Weihnachten und so weiter. Ich habe übrigens schon Geschenke eingesammelt. Nicht alle, ich muss noch ein paar Geschenke kaufen, aber ich habe fast alle Geschenke. Ich meine, ist ja jetzt auch kurz vor Weihnachten, sollte vielleicht auch notwendig sein, oder? Damit meine Familie mich nicht verstößt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf Geschenke von meiner Wenigkeit und zusammen mit Geschenken, naja, von PK Pro, denn wir verlosen in einem Deist Weihnachtsverlosung 2019 wieder tolle Sachen. Heute, am heutigen Tag, wird nämlich verlost von PK Pro eine Schneidematte, beziehungsweise drei Schneidematten sind das. Drei Schneidematten verlosen wir und, oh guck mal, ich habe ja sogar, diesmal habe ich sogar eine hier, ich habe ja eine davon. Wartet. Ah, oh Gott, ich blute. Drei von diesen Schneidmatten zum Basteln, zum Malen und alles, was ihr dafür fürs Hobby braucht, verlose ich hier zusammen mit PK Pro. Wie könnt ihr teilnehmen? Das ist aber ganz einfach, ihr müsst ein bisschen kreativ sein und das ist echt hart, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst einfach einen Kommentar unter diesem Video dalassen, bei dem ihr sagt, was ihr denn alles damit basteln würdet oder für welche Projekte würdet ihr diese Schneidmatte benutzen. Das wäre, ich denke ja, das wäre Anspruch genug. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was würdet ihr oder wofür würdet ihr diese Schneidmatte nutzen. Und jeder, der damit runterschreibt, der nimmt automatisch an der Verlosung teil. Ich werde durch Zufall werde ich einen Teilnehmer dann, beziehungsweise drei Teilnehmer raussuchen und die werde ich dann persönlich anschreiben, beziehungsweise ja nicht persönlich. Anschreiben, weil das geht ja natürlich nicht, weil YouTube keine privaten Nachrichten mehr zulässt und wenn, liest sie sowieso keiner. Deswegen werde ich unter den Kommentaren von den Gewinnern werde ich eine Antwort schreiben und dann im Endeffekt noch mit reinschreiben, welche weiteren Schritte wir gehen müssen, damit ihr natürlich den Preis auch bekommen könnt. Das heißt, ihr solltet regelmäßig vielleicht drauf gucken, ob ihr eventuell schon eine Antwort bekommen habt oder nicht. Zum nächsten Video sollte auf jeden Fall dann schon der Gewinner bzw. die Gewinner ausgelost sein. Das passiert dann rein zufällig. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr teilnehmt, müsst ihr auch zustimmen, dass eure Adresse weitergegeben wird an PK Pro, damit er euch das nämlich zuschicken kann, weil ich habe, das ist jetzt meine, die ich hier habe, aber ich habe die ganzen Matten nicht bei mir und wir wollen das auch nicht fünfmal hin und her schicken, sondern lassen das direkt am Werk vom PK Pro, vom Lager dann losschicken, damit wir nicht 50 Mal irgendwas hin und her schicken müssen. So viel schicken. Dementsprechend müsst ihr natürlich damit einverstanden sein, dass ihr die Adresse, die ihr mir gebt, dann an PK Pro weitergegeben wird. So. Ja, das war es im Endeffekt auch wieder für heute. Nächste Woche kommt keine Deist-Folge, ne? Weil ich dann so ein bisschen im Weihnachtsurlaub bin. Aber es kommt ein anderes Video. Also ich habe schon vorbereitet, dass noch andere Videos kommen. Und es kommen noch weitere Gewinnspiele und die werden auch noch richtig fett. Dementsprechend gehen wir langsam auf Weihnachten zu und freuen uns über kleine Videos, wo man aber viel gewinnen kann. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich auch schon wieder raus und mach mal weiter, mich um die Weihnachtsgeschenke kümmern. Nicht wahr? Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Deist supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Deist-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Deist und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Deist hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.